genommen die Hymnen. Wenn Sie sich gewundert haben sollten, warum da keiner mitgesungen hat, die Hymne San Marinos hat keinen Text. Die älteste Republik der Welt übrigens, seit 1450 amtlich dokumentiert. Und wir sehen jetzt die Aufstellung der deutschen Mannschaft, die unverändert geblieben ist im Vergleich zum ersten Qualifikationsspiel am vergangenen Samstag. In Stuttgart gegen Irland, das heißt also vor Lehmann die Kette mit Lahm, Arne Friedrich und Manuel Friedrich. Marcel Janssen als Linksverteidiger. Das Mittelfeld mit Schneider, Frings, Ballack und Schweinsteiger. Vorne Klose, Podolski. Nach zwei gelben Karten ist man gesperrt. Sie sehen die Vorbelasteten. Schneider, Schweinsteiger und Klose. Da haben wir den Bayern-Spieler. Und die Aufstellung San Marinos, was wird sie Ihnen sagen? Es ist ein 5-3-2-System, kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten. So spielen sie immer. Also San Marino kann mit Fug und Recht behaupten, sich nie nach dem Gegner zu richten. Es sind zwei Profis in der Mannschaft. Mit der 1 der Torwart Aldo Simoncini und mit der 10 einer der beiden Stürmer Andy Selva. Beide in der dritten Liga aktiv. Wobei der Torwart Aldo Simoncini dort auch nur auf der Bank sitzt. Oder Arbeitssieg, das ist hier die Frage, unter der Leitung des türkischen Schiedsrichters Selçuk Dereli, der zum ersten Mal ein Spiel der deutschen Elf leitet. Stressgewohnter Mann, pfeift häufig die Stadtderbys in Istanbul, heute erwartet er und wir auch einen ruhigeren Abend, einen torreichen Abend. Lukas Podolski macht sein 35. Länderspiel. Hier Stammspieler im Gegensatz zu seinem Verein, zum FC Bayern München. Erster Ballkontakt. Auf jeden Fall. Für den Weltranglisten 191. für die Männer in Hellblau, für San Marino.
Friedrich. Ballack. Marcel Jansen. Schweinsteiger. Was im Training der San Marinesen sich schon angedeutet hat, es wird ein extrem defensives Spiel sein. Der Gastgeber, eine Viererreihe mit einem Libero noch dahinter. Eine schöne Übung vielleicht für die deutsche Elf, was Kreativität angeht. Und wie man einen Gegner ausspielt, Gelegenheit dazu wird es geben. Ballack. Das ist der Zehner, der Kapitän, Andy Selva. Setzt sich hier durch gegen Frings. Die Emotionen hochhalten. Hier vor 5.000, 6.000 Zuschauern. Das ist natürlich eine Umstellung. Schweinsteiger, Jansen. Dann Schneider. Klose. Und Aldo Simoncini. Das ist der Mann von San Marino Calcio, dem Drittligisten. Dort ist er Ersatztorwart, 20 Jahre alt. Marcel Jansen seit dem Spiel um Platz 3 gegen Portugal regelmäßig in der ersten Elf. Als Linksverteidiger. Joachim Löw kann sich sogar mittelfristig vorstellen, dass Philipp Lahm als Dauerlösung rechts und Jansen links das Zukunftsmodell sein könnte. Das ist der Libero. Alte Schule, Alessandro Della Valle. Von Marignano Calcio, einem Siebtligisten in der Nähe von Rimini. Frings. Klose gegen Simoni Bacciocchi. Den auf Schritt und Tritt begleitet. Steiger. Lahm. Das ist der Trainer. Gianpaolo Mazza. 50 Jahre alt, seit 98 im Amt. Der dienstälteste Nationaltrainer Europas. 98, da war bei uns Berti Vogts noch auf der Bank. Der Konterversuch. Flanke von Marani. Und Jansen klärt. Deutsche Mannschaft mit Frings und Klose zu weit, der Ball. Da hatte Bacciocchi den Vorsprung. Da ist wieder Klose. Frings. Schweinsteiger. Schweinsteiger abgeblockt vom Libero, von Della Valle. Schneider.
Und weg damit. Carlo Valentini. Das haben die gestern geübt im Training. Ohne Gegenspieler flogen die Bälle hoch in den Strafraum hinein. Und es wurde weit hinausgeschlagen aus dem 16er. Sie haben ausschließlich Defensivarbeit geübt. Podolski. Ausnahme waren die gegnerischen Ecken. Da hat sich einer auf der Mittellinie positioniert und hat gehofft, dass der Torwart weit abwirft. Also so eine Art Kontertraining. Der Dreier, Damiano Vanucci, hat hier ein Sonnenstudio, ganz in der Nähe vom Stadion. Der Linksverteidiger. Sonnenstudio mit Fitnessbereich. Und sein Tagesziel übrigens, hat er geäußert, das Trikot von Michael Ballack nach dem Spiel. Da ist Ballack, Schneider. Jansen. Sicher im Herauslaufen der 20 Jahre alte Aldo Simoncini. Macht sein zweites Länderspiel heute erst. Hat im August vor 2 Wochen gegen Albanien debütiert beim 0:3 und blieb in der zweiten Halbzeit ohne Gegentreffer. Noch einmal das Foul von Arne Friedrich an Michele Marani. Selva. Deutsche Fans singen hier die Nationalhymne, hören Sie vielleicht im Hintergrund. Akustisch überlegen. Jansen. Manuel Friedrich, Arne Friedrich. Das neue Innenverteidiger-Pärchen, nachdem die komplette WM-Abwehr zentral zurzeit flach liegt. Frenks kommt da noch heran. Der 9. Minute, so etwas wie die erste kleine Chance für den WM-Dritten. Schweinsteiger, Ballack, jetzt vielleicht. Gestört von Alessandro Della Valle. Der Kapitän seit 6 Spielen ohne Tor, hat zuletzt getroffen am 2. Juni im letzten Vorbereitungsspiel vor der WM in Gladbach gegen Kolumbien. Bedingt auch ein bisschen durch die Systemumstellung. Der Weg nach vorne war natürlich ein weiterer für ihn, nachdem er neben Frinks positioniert worden ist im zentralen Mittelfeld. Zugunsten der Defensive, aber auf Kosten seiner Torgefährlichkeit. Aber er hat selbst mit initiiert. Nach dem 1:4 gegen Italien in Florenz. Die letzte Dienstreise beim DFB, Gerhard Mayer-Vorfelder. Von Freitag an heißt der neue und alleinige Präsident Dr.
Matteo Zwanziger. Letzte Reise als Delegationschef seit 2001 ist Gerhard Mayer-Vorfeld, der Präsident des DFB. Und international wird er seine Karriere als Funktionär fortsetzen in den internationalen Gremien. Der 73-Jährige. Und da ist es. 11 Minuten hat die deutsche Elf gebraucht bis zur Führung. Torschütze Lukas Podolski. Erst erfolgreich gegen Irland. Pass kam vom Bernschneider und jetzt per Kopf gegen San Marino. Es ist das 17. Länderspieltor für Lukas Podolski. Und das ist aus Kölner Sicht interessant. Er spielt zwar nicht mehr in Köln, der Lukas Podolski, aber ist ja Kölner. Und er hat mit diesem Tor die Anzahl von Wolfgang Overath, dem großen Kölner Nationalspieler, eingestellt. Overath hat in 81 Länderspielen 17 Tore geschossen. Podolski jetzt im 35. sein 17. Arne Friedrich. Podolski. De La Valle vor Ballack, aber Jansen. Schweinsteiger. Rings. Klose. Klose. In der Defensive überhaupt kein Gegenspieler. Der Verteidiger aus Gladbach kann immer mit nach vorne gehen. Frings. Schweinsteiger kommt nicht mehr an den Ball. Schon abgepfiffen, weil Andi Selva vorher Manuel Friedrich am Trikot gezogen hat. Für den Mainzer. Das zweite Länderspiel von Beginn an und hier das erste Tor in diesem Spiel. Im 9000-Seelen-Örtchen Serra Valle durch Lukas Podolski in der 11. Minute nach Vorlage von Bernd Schneider. Und da ist Schneider. Der möglicherweise langsam Spaß finden könnte am Tore schießen. Neulich gegen Schweden hat er zum zweiten Mal getroffen in seiner Karriere. Macht heute sein 74. Spiel für Deutschland. Manuel Friedrich. Jansen, Schweinsteiger, Ballack. Jansen, wieder Ballack. Jansen,
War gegen Irland sehr, sehr unauffällig. Hat im Prinzip erst drei Saisonspiele absolviert. Supercup gegen Liverpool. Dann Debüt in der Premier League gegen Blackburn. Und das Länderspiel gegen Irland. Freistoß Schweinsteiger. Kopfball von Klose. Ungenaues Zuspiel von Marcel Janssen. Vanucci. Deutsche Verteidiger ohne Mühe, aber es fehlt so ein bisschen das Feuerwerk der Ideen. Es fehlen so ein bisschen die Chancen bisher für Deutschland gegen das Dilettanti-Bollwerk. Dilettanti heißt übrigens Amateur auf Italienisch. So heißt die Liga, in der die meisten spielen. Es ist im Moment erstmal harte Arbeit. Joachim Löw hat die Mannschaft per Video studiert. Das war ein Spiel, das hat vor einem Jahr stattgefunden hier gegen Belgien. Da haben die 35 Minuten lang ein 0:0 gehalten. Am Ende hieß es dann 0:8. Frenks. Oh. Und dem macht es am meisten Spaß da hinten, dem Torwart. Aldo Simoncini nach diesem Schuss von Frenks. Zum Saisonauftakt in Lanciano. Dritte Liga, saß er noch auf der Bank. Sie haben es vielleicht gesehen in unseren Vorberichten, er hat mit Tennisbällen trainiert. Da hat der Assistenztrainer mit dem Tennisschläger Tennisbälle auf sein Tor geschlagen, um die Schärfe der Schüsse der deutschen Spieler zu simulieren. Auf dem Boden der Kapitän San Marinos Andy Selva. Nach diesem Zusammenprall mit Manuel Friedrich, der dann nicht gefoult hat. Zumindest nicht auf Anhieb sichtbar. Und Trainer Mazza macht sich Sorgen um seinen einzigen Vollprofi, um Andy Selva. Kapitän wird draußen behandelt, Eckball für Deutschland. Von Schweinsteiger und der nächste Versuch von Thorsten Frings. Bei diesem Duell mit Manuel Friedrich im Halsbereich etwas abbekommen, aber kommt wieder zurück. Und dem Mann kommt ja historische Bedeutung zu, dem Andy Selva. Beim einzigen Sieg in der Fußballgeschichte San Marinos über Liechtenstein. Das war 2004, hat er das Siegtor erzielt. Jens Lehmann guckt ein bisschen ratlos, ob der etwa drauf schießt der Marani. Das war so eine Mischform. Simone Bacciocchi. So der erste Ball, der Richtung Jens Lehmann so geflogen ist nach gut 20 Minuten.
Oliver Neuville, die neue Nummer 2, Timo Hildebrand, Malik Fatih, ein möglicher dritter Debütant, Alexander Madlung vom VfL Wolfsburg, Asamoah Odonkor und Thomas Hitzlsperger. So der Rest des deutschen Aufgebots und der neue Assistent, kurz im Bild zu sehen gewesen, Hans Flick. Friedrich gut dazwischen. Manuel Friedrich, muss man sagen. Klose. Die werfen sich in jeden Ball. Und das wird das Problem sein. Wahrscheinlich mit fortlaufendem Spiel, da wird die Kraft nicht reichen. Aber wie sagte Trainer Gianpaolo Mazza, jedes Ergebnis unter einer 0-4 Niederlage ist für uns wie ein Sieg. Also so gesehen führen die jetzt 3-0. Schneider. Palak. Frenks. Arne Friedrich. Und was geht, der einzige Torschütze bisher? Frenks. Kein Foul an Podolski. Und San Marino mit Manuel Marani. Schiedsrichter Derelli lässt viele Kleinigkeiten durchgehen. Abseitsstellung von Podolski. Kein Stammspieler in München, aber die Einsatzzeiten wurden immer länger. Richtige Entscheidung. Hat gegen Dortmund nur 2 Minuten gespielt, dann gegen Bochum kam er schon in der 78. gegen Nürnberg in der 58. Vielleicht im Pokal gegen St. Pauli, was wir live zeigen werden, nächsten Samstag von Anfang an dabei. Aber zurzeit Makai und Santa Cruz dort gesetzt als Sturmspitzen unter Felix Magath. Schweinsteiger. Direkt gespielt von Schneider zu Palak. Wieder Schneider. Schweinsteiger, Fehler von Torwart Simoncini, aber ein noch größerer Fehler des Kapitäns. Hat er doch da die Gelegenheit von Aldo Simoncini perfekt serviert bekommen. Und muss weiter auf sein 32. Länderspieltor warten. Durch seine Zeit als Mittelfeldarbeiter und Rackerer hat er das Tore-Schießen ein bisschen vergessen.
Das ist Valentini. Immer noch sehr warm hier. Hohe 20 Grad. Kurz nach 21 Uhr. Schneider! Es gibt Eckball für die deutsche Elf. Chancen werden mehr. Schneider etwas agiler jetzt. Er hatte ja brillante Momente gegen Irland. Ecke Schweinsteiger. Und auf den Kopf serviert von Michael Ballack. Ecken und Standardsituationen bleiben weiter ein Thema, auch wenn das Tor gegen die Iren durch diesen glücklichen Freistoßtreffer gefallen ist von Podolski. Und da wird Joachim Löw im Oktober, wenn die Mannschaft wieder zusammenkommt vor dem Spiel gegen Georgien und dem Quali-Spiel gegen die Slowakei, verstärkt Augenmerk auf die Standardsituation legen. Chancenverhältnis, sagen wir mal 4:1 zugunsten der deutschen Elf. 1:0 durch Podolski seit der 11. Minute. Jansen. Und da ist das! Jawohl! 2:0! Bastian Schweinsteiger, die Jungen machen's. Der 21-jährige Podolski zum 1:0. Und der 22-jährige Schweinsteiger zum 2:0. Knappe halbe Stunde vorbei. Ausgangspunkt war Frings, dann Jansen, der sich hier gut durchsetzt. Schöne Hereingabe. Und Schweinsteiger. 10. Tor in der Nationalelf. Beide Tore über die Außen. Das erste, da kam eine hohe Flanke von Schneider, da traf Podolski per Kopf. Diesmal die flache Variante mit Jansen und Schweinsteiger. Und jetzt der Pass in die Tiefe von Frenk zu seinem Mannschaftskollege Klose. Sie haben den Takt jetzt gefunden, 3:0. Eine knappe Minute später, Miroslav Klose. Der Bremer, der Fußballer des Jahres, der Torschützenkönig der WM, eine Bremer Koproduktion. Ein bisschen behilflich dabei, Aldo Simoncini mit Stärken und Schwächen, das war nicht anders zu erwarten beim 20 Jahre alten Keeper. 3:0. Und dieses Tor von Klose gibt uns Gelegenheit auf einen ganz kurzen historischen Rückgriff. Er hat gleichgezogen damit mit Klaus Fischer in der ewigen Torschützenliste mit dem großartigen Schalker. Klose hat praktisch in jedem zweiten Spiel getroffen. 65 Spiele, 32 Treffer. Da ist er wieder am Ball. Der Mann der Ära, Joachim Löw. 2 Tore gegen Schweden zum Auftakt. Einmal hier. Hat ein unglaubliches Jahr 2006, Miro Klose.
bei 15 Länderspielen an 18 Treffern beteiligt in diesem Kalenderjahr. Jansen und Della Valla versucht, seinem Torwart da die Arbeit abzunehmen. Jetzt wird direkter gespielt, schneller gespielt. Die deutsche Mannschaft hat so 20, 25 Minuten gebraucht, um ihren Rhythmus aufzunehmen. Gegen die Verteidigungskünstler, die auch, obwohl sie nur San Marino heißen, doch diese italienische Mentalität in sich tragen und auf die Defensive sehr viel Wert legen. In diesem Fall aber eher notgedrungen. Und da bekommt Manuel Friedrich den Freistoß sogar für sich nach dieser Aktion gegen Andy Selva. Kann man so sehen. Podolski raus zu Lahm, fast raus. Schneider hat die Seite gewechselt. Mit Bastian Schweinsteiger. Schöner Pass von Friedrich zunächst zu Klose und er bleibt liegen, der Bremer. Für mich schien das ein Foul gewesen zu sein. Ja, von Simone Bacciocchi. Aber Selçuk Dereli, der türkische Schiedsrichter, bleibt seiner doch relativ toleranten Linie treu. Manuel Friedrich. Das heutige Spiel vielleicht kein Kriterium für den Bundestrainer, aber er hat sich schon, glaube ich, im Spiel gegen die Iren unentbehrlich gemacht. Wer weiß, wie lange Metzel da ausfällt. Wann wird Mertesacker wiederkommen? Huth hat immer noch keinen Verein, also hat sehr, sehr gute Chancen, der Mainzer, sich zu etablieren in der Innenverteidigung. Robert Huth trainiert ja nur noch, aber wird demnächst bei Middlesbrough zum Einsatz kommen. Schweinsteiger, Ballack jetzt vielleicht! Jo! Da war's, endlich, seit dem 2. Juni. Das erste Tor des Kapitäns. Innerhalb von 6 Minuten jetzt 3 Tore für die deutsche Elf. Das ist das 4:0 von Schweinsteiger, klug vorbereitet. Und jetzt hat Ballack genauso viele Tore geschossen wie Klose, nämlich 32, und wie Klaus Fischer. Als nächstes wird die Marke von Fritz Walter angepeilt. Der war 33 Mal erfolgreich. Der große Kapitän aus Kaiserslautern, der Weltmeister von 54. Langsam wird das Ergebnis Bild füllen. Podolski. Jansen. Marcel Jansen hätte normalerweise gar nicht gespielt heute von Anfang an, wenn Borowski fit gewesen wäre. Wäre nämlich Lahm wieder zurück auf die linke Seite, Schneider auf die rechte.
in der Abwehr und Borowski hätte die Schneiderposition eingenommen. Aber das war eine Vorsichtsmaßnahme des Bundestrainers, weil Borowski leichte Beschwerden hat im Adduktorenbereich und demnächst folgen ja schwere Aufgaben für Werder, unter anderem in der Champions League gegen Chelsea London. Das war der Versuch von Manuel Marani, den 22 Jahre alten Studenten. Hier haben wir übrigens den Bremer, Tim Borowski, der klassische 12. Mann bei der Weltmeisterschaft, wurde regelmäßig eingesetzt, hatte aber bisher auch keine besonders gute Saison bei Werder, lief so neben der Musik her. Deshalb wollte ihm der Bundestrainer die Chance geben, sich ein bisschen frei zu spielen. Schneider. Lahm. Voll von Frenks. An den auffälligsten und agilsten San Marinesen Andy Selva. Wieder. Selva gegen Arne Friedrich. Friedrich. Schweinsteiger. Ballack, Schweinsteiger. Schön gemacht von Lahm. Schade. Jetzt die Kontermöglichkeit. Wieder über Andy Selva. Rekordtorschützen San Marinos. Mit 6 Länderspieltreffern. Viele Italiener wären gern dabei, aber San Marino bürgert keine Leute ein. Man muss entweder hier geboren sein oder eingeheiratet sein, um die Spielberechtigung zu erlangen. Und
damit nehmen sie auch solche Resultate wie zum Beispiel heute gegen die deutsche Mannschaft in Kauf. Vier Minuten sind es. Vor der Pause steht es 4:0. Nach Toren von Podolski, Schweinsteiger, Klose und Ballack. Philipp Lahm. Frings, Klose. Naja, da kommt Ballack nicht zum Kopfball, weil er etwas abgedrängt wird. Und Schweinsteiger gerät ins Straucheln. Ja, es war Foul. Das war ein Foul von Alessandro Della Valle. Das hätte durchaus Elfmeter geben können. Kurz vor der Pause. Aber sicherlich keine spielentscheidende Situation. Schneider. Und da ist das 5:0. Zweites Tor von Lukas Podolski. Fünf zu null für den WM-Dritten. Hier blüht er immer richtig auf. Lukas Podolski vom FC Bayern. Ausgangspunkt ein Einwurf und dann aufgelegt. Zunächst von Schweinsteiger und dann erneut von Bernd Schneider, der beide Podolski-Tore vorbereitet hat. Und jetzt hat Podolski sogar die Tormarke von Wolfgang Overath überboten. Da war er fast zum dritten Mal da, aber bei Jockey dazwischen. Gerhard Mayer-Vorfelder, wie gesagt, am Freitag auf dem DFB-Bundestag wird gewählt und unter Theo Zwanziger heißt der neue Mann. Und da ist er nochmal, der Simoncini in der 45. Minute. Verhindert Aldo Simoncini das halbe Dutzend. Klose. Friedrich. Manuel Friedrich. Nachspielzeit von einer Minute wird jetzt angezeigt. Spielstand 5:0. Mathematisch gesehen würde das bedeuten, zweistellig, aber Fußball ist zum Glück keine Mathematik. Man hört vielleicht die Vorfeld der Rausrufe hier von den 2000 deutschen Fans, die das 6:0, fast das 6:0 von Klose beklatschen, aber das Tor wird nicht, wird doch gegeben von Schiedsrichter Dereli. Zweiter Treffer von Miroslav Klose, Sekunden vor dem Abpfiff.
von Ballack vorbereitet. Und es hätte da gar keinen Grund gegeben, diesen Treffer nicht anzuerkennen. Völlig sauberes Tor, 6:0, 33. Tor von Miro Klose. Fritz Walter, auch ein Lauterer Klose, ein ehemaliger Lauterer. Eingeholt, Deutschland führt zur Pause mit 6:0 in San Marino. Erwartungsgemäß. Der WM-Dritte hat die alles anderen als weltmeisterlichen Bedingungen und diesen belächelten Gegner angenommen. Die Einstellung ist professionell. Zweimalfacher Torschütze Lukas Podolski. Das Spiel ist ordentlich. Gegen 10 Verteidiger, ein frühes Tor. Und nach überstandenen Anlaufschwierigkeiten 3 Treffer innerhalb von 6 Minuten. Schweinsteiger, Klose, Ballack. Dann nochmal Poldi, 5:0, Klose 6:0. Es ist ein Schützenfest, wie erwartet und wie erhofft. Die zweite Hälfte, es gibt einige Wechsel, das ist sicher. Und wir freuen uns auf weitere Treffer, vielleicht auf das höchste Ergebnis der gegen die Slowakei. Und da wird der deutsche Sturmführer doch dringend gebraucht. Schiedsrichter Selçuk Dereli pfeift pünktlich an zur zweiten Hälfte. Und der Vollständigkeit halber muss ich Ihnen sagen noch, dass Marco Domeniconi, der Mann mit der 11, das Spielfeld verlassen hat und durch Giovanni Bonini ersetzt wird. Bonini, ein bekannter Name im sanmarinesischen Fußball, hat aber nichts zu tun mit dem großen Massimo Bonini. Das war der einzige Star San Marinos. In den 80er Jahren spielte er gemeinsam mit Michel Platini und Zbigniew Boniek bei Juventus Turin, wurde dreimal Meister und einmal Europapokalsieger. Der Landesmeister, ein Namensvetter jetzt mit der 13 auf dem Platz, Giovanni Bonini. Bernd Schneider, den Sie hier mit der 19 sehen, neuer Kapitän jetzt in der zweiten Halbzeit. Etwas zentraler im Mittelfeld. David Odonko auf der rechten Seite. Und Lukas Podolski hat mit dem Schalker Gerald Asamoah einen neuen Sturmpartner. So, werden die Mauer San Marinos noch ein wenig zurechtgerückt wird. Diskussionen um die Standardsituationsausführung zwischen Frenks, Schneider und Schweinsteiger. Yeah! 1:45 gespielt in der zweiten Halbzeit. Es geht weiter. 7:0. Auch Bastian Schweinsteiger macht hier sein zweites Tor. Der arme Kerl, Aldo Simoncini. Da wäre er fast noch dran gekommen. Aber die Mauer San Marinos war nicht so ganz professionell gestellt. Aber sieht super aus. 4 Mann, 7:0. Jetzt holen wir den Zettel mal hervor. Der höchste Auswärtssieg der deutschen Länderspielgeschichte stammt aus 1934. Es war 9:1 gegen Luxemburg. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die 7:0 gab es auch in der WM-Vorbereitung gegen Luxemburg. Zu Hause war das in Freiburg. So, der neue Bundestrainer. Drittes Spiel. Ich vermute mal dritter Sieg. So einen Start hat vor ihm in der DFB-Geschichte nur Rudi Völler hingelegt. Dann mit dem Höhepunkt WM-Finale 2002. Go!
Da ist das erste Mal David Odonkor unterwegs, bringt die Flanke noch rein. Der ehemalige Dortmunder, der demnächst umziehen wird nach Andalusien zu Betis Sevilla. Das nächste Spiel von Sevilla ist gegen Athletic Bilbao, da wird er wohl noch nicht dabei sein. Da ist er wieder. Odonkor. Torschuss Nummer 2. Für den Weltranglisten 191. Da ist in Europa nur Luxemburg dahinter platziert mit Platz 195. Odonkor, Asamoah, war nicht drin. Die beiden spielen ja normalerweise ja nie zusammen, sondern Odonkor hat ja eher die Joker-Rolle, die früher Asamoah eingenommen hatte, während der WM vom Schalke übernommen. Manuel Friedrich. Schweinsteiger Jansen. Immer noch Jansen. Endlich mal Gelegenheit für den Gladbacher, sein offensives Potenzial ein bisschen hier auszuschöpfen. Lahm gezogen von Manuel Marani. Was sich schon nach einer halben Stunde angedeutet hat, wird ihre Fortsetzung finden. Ich glaube, die Kraft von San Marino wird immer stärker nachlassen. Podolski, Frings, Jansen, und Schneider gerät aneinander mit dem kantigen Alessandro Della Valle von Marignano Calcio. Schneider muss aufpassen, der hat schon eine gelbe Karte aus dem Irlandspiel, und wenn er hier meckert und Pech hat, kriegt er nochmal gelb und ist dann gegen die Slowakei gesperrt. Odonkor. Links. Schweinsteiger, Schneider, Podolski. Und Simoncini nach Schuss von Marcel Jansen. Der Torwart hat die ganze letzte Saison verpasst. In seiner dritten Liga wegen eines schweren Autounfalls.
Und diesmal hat das intensive Training mit Tennisbällen dann doch nicht die erhoffte Wirkung für ihn gehabt. 0-7. Zweimal Podolski, zweimal Klose, zweimal Schweinsteiger und einmal Ballack. Aber schön, dass die deutsche Elf auch nach diesem Spielstand den Betrieb nicht eingestellt hat und weiter versucht, auf Rekordjagd zu gehen. Hier Odonkor gegen Vannucci. David Odonkor. Und ist das 8-0? Nein. Und dieses Engagement hat der Bundestrainer Joachim Löw auch eingefordert. Er sagte, wir dürfen dem bei der WM erworbenen Stellenwert der Nationalmannschaft auch in solchen Spielen nicht aufs Spiel setzen. So, das ist Oliver Neuville. Hat das Trikot von Timo Hildebrand noch mal ein bisschen ausprobiert. Und zwar über das Sweatshirt nochmal, aber kann man nicht vorstellen, dass er besonders frieren kann hier. Das ist immer noch so in Temperaturen um die 26, 28 Grad hier. Aber ein dritter Torwart wird kommen. Im Herbst. Vor dem Spiel gegen Georgien. Da kommen laut Joachim Löw dreimal in Frage. Vielleicht sogar vier. Enke, Wiese, Weidenfeller. Die Stelle als Nummer 1 wird erst nach der EM 2008 frei, wenn Jens Lehmann aufhört. Immer noch torhungrig, Lukas Podolski. Beim Versuch, seinen dritten Treffer zu erzielen. Hat eine Stammplatzgarantie bei Joachim Löw. Neben Klose. Fahne oben, Nachpass von Jansen, Podolski im Abseits. Richtig erkannt vom türkischen Schiedsrichterassistenten. Samoa, Odonkor. Asamoa, ja, da prallt ihm der Ball viel zu weit weg von der Brust.
So, Philipp Lahm hat es genug mit dem Hin- und Herspiel zu Schweinsteiger. Und da hätte der Mainzer Manuel Friedrich beinahe im dritten Länderspiel sein erstes Tor erzielt. Hätte Jürgen Klopp im Studio bestimmt gefreut. In Mainz. 90 starke Minuten hat er gehabt gegen die Iren. Hat er sich dann leicht am Knöchel verletzt. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger von Mainz 05. Das ist Thomas Hetzelsberger. Der dritte und letzte mögliche Wechsel. Nationalmannschaft als Hort der Therapie. In Stuttgart so gut wie aussortiert vom Trainer von Armin Fee. Auf dem direkten Weg von der Ersatzbank auf die Tribüne. Und nun nochmal eine halbe Stunde Nationalmannschaft. Aber wenn er so weitergeht in der Bundesliga für Thomas Hitzesberger, dann wird es auch bald vorbei sein mit dem Kapitel. Könnte für Schweinsteiger ins Spiel kommen, der auch vorbelastet ist mit einer gelben Karte, schon zwei Tore geschossen hat. Könnte. Oder für ihn hier, für Marcel Janssen als Linksverteidiger. Schweinsteiger. Asamoah. Und beide stimmt nicht, es geht Thorsten Fricks. Da haben wir ihn, Thomas Hitzelsberger. 18. Länderspiel. In der Bundesliga hat er nur in der ersten Partie gegen Nürnberg mitmachen dürfen. Seitdem außen vor. Da ist er. Guter Einstand. The Hammer haben sie ihn früher genannt. In seiner Zeit bei Aston Villa. Bei diesem Ergebnis von, wie steht's, 7:0 ist die taktische Ausrichtung vielleicht relativ belanglos, aber er übernimmt, so scheint es, im zentralen Mittelfeld die Rolle des Bremers Thorsten Fricks. Odonkor. Flanke kommt. Tor fällt. Drittes Tor. Lukas Podolski 8:0. Die Poldi-Festspiele von San Marino. Und war es Bert Schneider, der die ersten beiden Tore von Podolski vorbereitet hat, so war er indirekt auch an diesem Treffer beteiligt. Nach diesem schönen Pass zu David Odonkor. Tor Nummer 3 für den Bayern. Der höchste Sieg bei der EM-Qualifikation war, das waren zweimal, ein 8:0 jeweils gegen Malta. 76 und 80, beide Male zu Hause. Da hat sogar Berti Vogtsmann Tor geschossen, meine ich mich zu erinnern, in Dortmund. Dieses Ergebnis ist eingestellt.
Und ich höre eine super Bilanz für so einen 21-Jährigen. 35 Länderspiele, 19 Tore. Schneider. Odonkor. Gefault von Marani. Aber er kann immer noch lachen. Michele Marani. Ich hatte es eingangs erwähnt, Niederlagen werden ja erst ab einem 0:4 als solche empfunden hier in San Marino. Dann hört sich so ein 8:0 ja gar nicht so schlimm an. Bernd Schneider. Hitzesberger. Zweiter Versuch nach seiner Einwechslung. Vor wenigen Minuten 9:0. Thomas Hitzesberger, sein erstes Länderspieltor überhaupt, wird ihm guttun. Nach dieser frustrierenden Saison beim VfB Stuttgart. Und wir hätten, wenn es dabei bliebe, den höchsten Auswärtssieg der deutschen Fußballgeschichte. Und Sie können dabei sein. Wieder beteiligt an der Vorbereitung, ein überragender Bernd Schneider, wieder am Ball, der Kapitän. Wenn es so weitergeht, sehen Sie bald nichts mehr, weil dieser weiße Balken da die rechte Bildhälfte verdecken wird. Aber da werden wir uns Lösungen einfallen lassen. So, man ist ja eben so hin und her gerissen ein bisschen. Soll man jetzt Mitleid haben mit den armen, tapferen San Marinesen oder Latte, Asamoa? Oder hätten wir Spaß hier an so einem zweistelligen Erfolg? Entscheiden Sie selber. Aber so ein 10:0 wäre ganz hübsch. Also zweistellig zuletzt gab es 1969 in Essen beim 12:0 gegen Zypern. Übrigens auch Gruppengegner Deutschlands in dieser EM-Qualifikation. Noch einmal hier die Chance von Gerald Asamoah. Davide Simoncini, der Zwillingsbruder des überraschenderweise ebenfalls 20 Jahre alten Torwarts Aldo Simoncini, neu in der Mannschaft, ein Abwehrspieler, statt Damiano Vannucci, dem Sonnenstudio-Besitzer und Fitnesstrainer. San Marino TV interviewt sofort Damiano Vannucci vom Club Libertas, wie denn so sein 35. Länderspiel so verlaufen sei. Und da macht halt der Europäische Fußballverband, die UEFA, drückt da wohl beide Augen zu. Trotz aller Regularien wird das dann doch etwas lockerer gesehen hier. Warum auch nicht? Aber wir haben noch gut 20 Minuten.
Flanke von Mirko Palazzi, das ist der Jüngste. Mit 19 Jahren ein Student. Also Quervergleiche im Fußball sind immer ein bisschen schwierig, aber Luxemburg zum Beispiel liegt sogar noch in der Rangliste hinter San Marino. Und Sie wissen vielleicht, am vergangenen Samstag spielten die gegen Holland. Ergebnis gerade mal ein mühsames 1:0 für die Holländer. Das wertet das Ganze noch ein bisschen auf. Hitzlsperger. Samoa, der hat noch kein Tor. Es ist zweistellig. Der Mann mit der 20 schießt Tor Nummer 10. Und sein viertes. Lukas Podolski, der Torschütze. Flanke kam von Jansen. Das haben wir auch ganz selten. Einen vierfachen Torschützen in der langen Liste der deutschen Länderspielhistorie. Gerd Müller war ein paar Mal beteiligt. Zuletzt Michael Ballack 2004 gegen Malta in Freiburg. Schneider, Schweinsteiger, Hitzlsperger macht er sein zweites. Jawohl, 11:0. Seine beiden ersten Länderspieltore überhaupt. Wieder, wie an fast jedem Tor, in irgendeiner Form Bernd Schneider beteiligt. Aber der schießt ja traditionell keine Tore selbst, sondern kümmert sich darum, dass die anderen erfolgreich sind. Viele prominente Trainer zweifeln natürlich auch diesen Qualifikationsmodus an. Die deutsche Mannschaft wird 12-mal spielen müssen auf dem Weg nach Österreich-Schweiz. Ob es denn so ein Modell vielleicht geben könnte, dass die kleineren Nationen, aber müssen wir aufpassen, es fällt gleich das 12., so eine Art Vorturnier machen und dann erst später in den Wettbewerb eingreifen. Aber sie spielen natürlich auch unheimlich gerne gegen große Mannschaften, um auch Erfahrungen zu sammeln. Jetzt haben wir die erste gelbe Karte überhaupt in diesem Spiel. Und die bekommt David Odonkor. Wegen diesem Foul da im Mittelfeld völlig überflüssig an Andy Selva. David Odonko, der in den spanischen Zeitungen jetzt schon als schnellster Mann Andalusiens betitelt wird. Demnächst Betis Sevilla. Das war die kleine Revanche jetzt von Andy Selva.
Das bringt jetzt gar nichts. 11:0, Viertelstunde noch zu spielen. Wieder Odonkor. Zypern, Wales, Slowakei, die Tschechische Republik, das sind die weiteren Gegner der deutschen Elf. Die Quali endet erst am 21. November 2007 mit einem Heimspiel gegen Wales. So, der letzte Wechsel in diesem Spiel. Mattia Massi, ein Mittelfeldspieler, kleiner Mann, 1,69, kommt für Manuel Marani. Jetzt gibt es Pfiffe von den ja auch zum Teil italienischen Fans hier, weil die deutschen Anhänger Italien gerade beginnen zu beschimpfen. Und jetzt kommt die Reaktion, weil die Italiener erinnern die Deutschen mal gerade kurz daran, wer denn Weltmeister geworden ist. So geht das. Kein Abseits war das, schöner Pass von Hitzlsperger. Gerard Asamoah auf Schalke dreimal eingewechselt in der Saison. Kein Stammspieler mehr. Kommt zurzeit an Halil Altintop nicht vorbei. Sie sind hier hochgekommen, die deutschen Fans. Haben ihren Strandaufenthalt an der Adria mal unterbrochen und haben ihren Spaß hier. 11:0 in diesem kleinen Paradies hier in San Marino, wo es keine Arbeitslosigkeit gibt, ein kostenloses Gesundheitswesen. Und an dem Fußball arbeitet man. Der drittkleinste Staat Europas nach Monaco und dem Vatikan. Die gelbe Karte von Palazzi wollen wir Ihnen nicht verschweigen. Dem Viertligaspieler von Castelnuovo Garfagnana.
Das ist der arme Mann, Gianpaolo Mazza, 50 Jahre alt, sein 40. Länderspiel. Wurde von seinem Verband kürzlich zum Rechtsaußen des Jahrhunderts gekürt. Und er sieht, vielleicht auch mal mit ein bisschen Stolz, die erste Ecke San Marinos in diesem Spiel, 35. Minute. Fast alle Feldspieler vorne. Achtung, nein. Der Ehrentreffer wird ihnen nicht gegönnt. Befreiungskopfball von Arne Friedrich, der gleich durchgestartet ist. Friedrich, Hitzelsberger und Carlo Valentini verhindert das 5. Tor von Lukas Podolski. Um 11:30 sehen Sie das Spiel, unsere beiden Gruppengegner, Slowakei gegen Tschechien und die Revanche, Frankreich gegen Italien. Das WM-Finale 2006 als Qualifikationsspiel, dies alles 23.30 Uhr in der Zusammenfassung. Und falls Sie nicht alle Tore gesehen haben sollten, es waren ja ein paar, die zeigen wir Ihnen auch nochmal, alle 11 bisher. Vielleicht werden es auch noch 12. Jansen. HSV hat ja 10 Millionen Euro für ihn geboten, für den Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach, aber der Verein hat ihn zurzeit für unverkäuflich erklärt, Marcel Jansen. Hitzelsberger. Deutschlands letzter Auswärtssieg gelang übrigens im Juni 2005 mit 4:1 in Belfast gegen Nordirland. Dass diese Serie gebrochen werden würde, konnte man im Vorfeld schon ahnen. Da war von zweistellig noch nicht die Rede. Odonkor. Jetzt ist Berger, probiert's. Oh! Der Schuss streift die Latte. Oh, das wäre ein Ding gewesen. Wenn Thomas Hitzelsberger als dreifacher Torschütze hier vom Platz geht. Hat bei der WM 11 Minuten gespielt. Im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Der Versuch von Carlo Valentini, Buchhalter in seinem 19. Länderspiel. Oh.
In der gesamten Geschichte des Fußballs in San Marino gab es bisher 76 Länderspiele. Haben sie eins gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und 72 Mal verloren. Heute 73 Mal. Tordifferenz 14 zu 325 inzwischen. Das wird der Buchhalter auch wissen. Carlo Valentini. Asamoah. Schneider. Für mich bester deutscher Spieler, trotz der vier Tore von Lukas Podolski. Asamoah wird ein bisschen traurig sein vielleicht, trotz des 11 zu 0. Er ist der einzige Stürmer, der bisher noch nicht getroffen hat. Chiocchi klärt vor seinem fast schon geschlagenen Torwart Aldo Simoncini. Friedrich! Es hat geklappt. Doch mit dem ersten Länderspieltor eines Mainzers überhaupt. Manuel Friedrich mit dem 12 zu 0. Viel Zeit wäre ihm nicht mehr geblieben. 87. Minute. Das 12 zu 0. Der höchste Sieg einer deutschen Mannschaft seit 1969 ist eingestellt. Der höchste Sieg in der EM-Qualifikationsgeschichte ist ohnehin schon lange übertroffen. Und in der kurzen Fußballgeschichte San Marinos gibt es wieder eine kleine weitere Fußnote. So hoch haben sie noch nie verloren. 10-0 gegen Belgien war bisher das Highlight. Oh, es war nicht mal Belgien, es war Norwegen. Verzeihen Sie es mir. Handelfmeter für die deutsche Nationalmannschaft in der 89. Minute. Und jetzt kommt, Sie sehen es im Moment nicht im Bild, Jens Lehmann. Er hat am 19. Dezember 97 in der Bundesliga, im Derby, damals noch als Schalker, einen Kopfballtreffer erzielt gegen Borussia Dortmund. Als einziger Torwart aus dem Spiel heraus. Und jetzt geht er wieder weg. Und die Samarinesen haben, glaube ich, ihn gebeten, es zu lassen, weil das sowas wie eine Demütigung gewesen wäre, möglicherweise. Und Jens Lehmann von Arsenal London ist ein Sportsmann genug und tritt den Rückweg an. Bernd Schneider, komm, drittes Länderspieltor. Jetzt. Yeah! Der hat es wirklich verdient. Zu 0, Bernd Schneider. Es war eine spontane Geste von Lehmann, davor zu laufen. Aber
Die Fans hatten es auch gefordert, aber dann hat doch die sportliche Fairness dann gesiegt bei der deutschen Nummer 1 und man muss den Gegner nicht auf den Arm nehmen. Jetzt hat der Bernd Schneider in 3 Länderspielen unter Joachim Löw 2-mal getroffen. Vorher in seiner gesamten Karriere nur einmal beim 8:0 gegen Saudi-Arabien. Bei der WM 2002 hat er das 8:0 erzielt. Es wird wieder eine Minute nachgespielt, davon sind schon 30 Sekunden vorbei. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wer von den eingesetzten Feldspielern nicht getroffen hat. Das waren Jansen, Arne Friedrich, Asamoah, Lahm und Odonkor. So rum fällt es leichter. So, Nachspielzeit ist abgelaufen. Es gibt wirklich nicht mehr viel Grund für Herrn Selçuk Dereli jetzt hier noch lange nachspielen zu lassen. Podolski hat 4-mal getroffen. Simoncini 13 Stück kassiert. Es gibt immer noch die Kleinen im europäischen Fußball, trotz aller Trainermahnungen. San Marino ist ein Prachtexemplar dafür. Die Party ist vorbei. 13:0. Und dann der erste Weg.